Guten Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Letzte Phase im Amtsenthebungsverfahren gegen Rousseff. Der brasilianische Senat berät zur Stunde abschließend darüber, ob die bereits suspendierte Präsidentin ihr Amt endgültig abgeben muss. Dafür wäre eine Zweidrittelmehrheit der Abgeordneten erforderlich. Rousseff wird vorgeworfen, Löcher im Staatshaushalt verschleiert zu haben. Merkel sieht Fehler in Flüchtlingspolitik. In der Süddeutschen Zeitung sagte die Kanzlerin, Probleme seien in der Vergangenheit zu lange ignoriert und die Notwendigkeit einer gesamteuropäischen Lösung verdrängt worden. In der aktuellen Krise verteidigte Merkel jedoch ihren Kurs. Türkei und syrische Kurden verständigen sich auf Waffenruhe. Unter Vermittlung der USA haben beide Seiten zugestimmt, dass rund um die Stadt Jarablus im Norden Syriens die Waffen schweigen. Washington drängt darauf, dass sich die beiden verfeindeten US-Verbündeten auf die Zerschlagung der IS-Terrormiliz konzentrieren. Frankreichs Wirtschaftsminister Macron erklärt Rücktritt. Er wolle eine neue Etappe seines politischen Kampfes beginnen, so der 38-Jährige. Macron hatte im April eine eigene politische Bewegung gegründet. Ihm werden Ambitionen auf eine Präsidentschaftskandidatur im kommenden Jahr nachgesagt. Beratungen über Einsatz der Bundeswehr im Innern. Vertreter von Bund und Ländern sprechen heute in Berlin über geplante gemeinsame Übungen von Bundeswehr und Polizei für den Fall eines großen Terroranschlags. Auf diese Übungen hatte sich die Koalition im Juli verständigt. Trotzdem gibt es in der SPD weiter Vorbehalte. Das Wetter. Im Osten sonnig, im Westen zeitweise wolkig, im südlichen Bergland einzelne Schauer oder Gewitter, 23 bis 30 Grad.